Oh, schön. Stoli, der macht mit uns oder mit mir meistens die Videos. Jogginganzug und eine Käppi kannst du fahren, kein Problem. Tada! Heute fahren wir den neuen Audi A8, unseren Firmenwagen. Ne? Viele Abonnenten haben geschrieben, zeig eure Autos, die wir haben und teste die mal. Und das machen wir für euch. Ne? Das Wetter ist bombastisch. Sogar ich habe eine Sonnenbrille mit. Ja. Schauen wir uns alles an. Ich bin so schön hier. Ne? So ganz toll. Ich muss sagen, ich bin ganz stolz auf das Gebäude, was wir haben. Ja? Finde ich richtig, richtig schön. Mit Winterreifen. Mein Lieblingsauto. Auch Baby genannt. Ja. Weißt du, was wir machen? Hm? Ist zwar ein bisschen unfair. Das ist ein Coupé, das ist eine Limousine. Aber beide sollen Oberklasse-Limousine sein. Ja? Oder Luxus-Limousine. Und zwar, wir machen einen Vergleich zwischen Rolls-Royce und Audi A8. Oder? Ja. Ja. Wir machen Pro und Contra. Was ist hier schöner, was ist hier besser? Was ist das bessere Auto? Alles, was wir hier in dem Video sagen oder machen, ist auf unsere Meinung und auf unsere Gefühle basiert. Ein Audi A8 50 TDI heißen die neuen. Ist aber ein 3 Liter Diesel, ne? Mit sehr guter Ausstattung, Massage, alles Mögliche. Kommt, guckt euch an. Und zwar, was ich muss ein paar Sachen rausholen. Hossa. Das ist das, was ich meine. Schaut mal. Komm ein bisschen näher. Alles hier machbar. Guck mal hier. Hier kannst du dich mit WLAN verbinden. Alles. Also wirklich, wirklich, wirklich top. Hier kannst du Musik auswählen. Du kannst hier wirklich alles Mögliche auswählen. Hier. Warte. Check. Zum Beispiel hier am Fahrzeug. Du kannst hier alles ändern, Fernsehen gucken, Einstellungen, Klang. Alles kann man von hinten hier steuern. Ne? Und das finde ich richtig cool. Ambiente Beleuchtung, guck mal hier. Wir haben Internet hier. Alle Einstellungen. TV, Medien, Klang, Karten. Also wirklich alles. Ne? Guck mal hier, ich kann mich sogar hinlegen. Also, kann man sich ein bisschen hinlegen, wenn man ein bisschen nach vorne noch ein bisschen fahren kann. Kann man sich noch mal, also das ist wirklich angenehm, cool. Oh, schön. Sehr schön. Guck mal hier. Hier kann man, hat man so ein Display, ja, Sitzbelüftung, Sitzheizung, Lichter, Sitze zum Beispiel, Massage, Sitzeinstellung, kann man alles auch digital machen, nicht nur hier mit den Knöpfen, ne? Sondern auch wirklich digital. Wenn man diesen Knopf hier drauf drückt, ja, da ist ein Knopf für den vorderen Sitz. Achtung, guck mal, was passiert mit dem vorderen Sitz. Ich kann nach vorne, also ganz wegfahren. Ja. Schau mal. Ich finde das richtig cool mit dem Display hier. Ja. Warte, dann machen wir nochmal Massage. Da kann man wirklich, guck mal, so viele verschiedene Massagearten hier einschalten. Ne? Weißt du, was ich mag? Oh, Erholung hier. Kann man auch rausnehmen. Display zum Beispiel. Ne? Und hier zum Beispiel die Rollos. Achtung, jetzt kann man Schiebe da aufmachen. Oder hier, warte, das ist das Fenster. Guck mal. Schön, ne? Ja, ich weiß. Das sind so Spielereien, ja, die man nicht braucht, aber wenn man die hat, die schon richtig cool sind. Na ja. Finde ich schon hardcore, hardcore sexy, wirklich. Schiebedach, guck mal hier. Mein Schiebedach kann man hier aufmachen. Schau mal. Und das alles hier von hinten aus dem Display. Ja. Kann man auch mit dem Bildschirm machen. Ja. Was der hat, ist eine wirklich, wirklich top Ambientebeleuchtung. Ich habe gedacht, ich sitze in einem Flieger. Ne? Hier, schau mal, für Getränkehalter und so weiter. Also wirklich, wenn man zu fünf fahren möchte, ja, mach mal so. Tschück.
mit 5 Mann kann man fahren. Hier, Steckdose, das braucht man nicht. Eine Steckdose, 230 Volt, alles machbar. Ja. So sieht es aus. Guck mal, ich kann sogar die Geschwindigkeiten sehen, weil das ist schon so weit, wenn man da guckt auf dem Display. Ja, also ich kann hier Geschwindigkeiten sehen, ich kann alles. Die Alcantara, guck mal. Alcantara-Himmel. Kann man von hier so ein bisschen nach vorne, kann man es zeigen? Moment. Oh, das sieht aber so gut aus, guck mal. Wirklich ein sehr, sehr schönes Auto. Mein Lieblingsauto. Ja. So, genug von Träumen mit eigenem Fahrer. So weit bin ich noch nicht. Und ich hoffe, ich werde das nie benötigen. Jetzt fahren wir eine Runde. So, wir fahren den neuen Audi A8. Die neuen Audi-Modelle nennen sich 50 TDI, sind aber 3 Liter Motoren. Guck mal, da kann man noch kurz zeigen. Guck mal, richtig, richtig cool. Also wirklich, das kann man sehen, kann man glaube ich hier, warte. Sich das Auto drehen, also richtig, so ein bisschen PlayStation haben die eingebaut. Finde ich aber sehr, sehr, sehr schön, dass die, auch ich finde immer Audi ist ein sehr, sehr modernes Auto, ja. Also egal was hier verbaut ist, ist alles so modern, alles so schön. Guck mal, alles Leder, hier ist Alcantara überall, hier ist beledert. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich sehr sexy an Audi, ja. Guck mal jetzt hier. Muss ich aber selber noch nicht, dass das so geht. Guck mal. Guck mal, wenn ich stopp mache, guck mal hier. Sogar die Leuchten funktionieren, siehst du das? Also wirklich alles top. Ja, ja, jetzt hören wir auch mit der Spielerei hier. Alles Touchscreen, ja, finde ich richtig cool. Check. Ja, sehr schönes Auto. Also selten hat mich ein Auto so beeindruckt wie der Audi A8. Und ich war eigentlich S-Klassenfahrer, ja, also Mercedes S, CL, S-Klasse und so weiter, habe ich schon alles gehabt. Und bin immer Mercedes gefahren. Warum auch immer hat mich der Benny vom Audi schauerte infiziert. Ja, er hat mich angerufen, meinte, Andreas, du wirst dich verlieben, ich habe was für dich. Ich sagte, ja, was denn? Er hat ein Audi. Ja, nein, ich wollte kein Audi haben. Ich habe gesagt, na, ich warte bis Mercedes die neue S-Klasse Facelift rausbringt und dann kaufe ich mir wieder Mercedes. Ich habe mich reingesetzt. Ich habe mich nur reingesetzt. Das ist wirklich kein Spaß. Das glaubt mir kein Mensch. Ich habe mich hier reingesetzt in dieses Auto, wo der ankam, und ich habe gesagt, Alter, ist das geil. Ehrlich jetzt. Und das Gefühl, man setzt sich in ein Auto rein und man fühlt das Auto. So, du freust dich wirklich. Also jedes Mal, wenn ich mit dem Auto fahre, ich freue mich so wie ein kleines Kind. Guck mal, wie schön das alles verarbeitet ist. Die Knöpfe, alles hat Ordnung hier. Tschack, 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 tschack. Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Na, hier, das fühlt sich, das könnt ihr gar nicht fühlen, was ich fühle hier, wenn ich die Dinge, allein die Sonnenschutzblenden hier, hör mal zu, nix, man hört gar nichts, ja, das ist so butterweich alles und ich fahre das Auto schon jetzt 2 Jahre, Olli, oder wie lange fahre ich das? Ich glaube sogar länger als 2. Länger als 2,5, ne? Ja. Also der ist immer noch aktuell, es gibt kein neueres Modell und ich fahre wirklich, wirklich. Mein Lieblingsauto auf der Skala von 1 bis 10 ist 110. Ne? Wirklich. Ja. Aber ein Nachteil hat das Auto, einen riesen Nachteil. Dadurch, dass es wirklich extrem leise ist und sehr sanft fährt, ich fahre auch oft zu schnell mit dem Auto. Ne? Das ist der Nachteil. Der ist über 5 Meter lang, muss man sagen, das ist die kurze Version, und der ist 5 Meter, glaube ich, 13 lang. Also das ist schon. Meistens, wenn ich jetzt irgendwie bei Real oder hier bei Kaufland oder Edeka oder wo auch immer einkaufen fahre, ist er vorne bündig und hinten steht er ab. Ich will also nicht wissen, wie die Langversion davon ist. Ja, guck mal, jetzt dreht sich aber durch. Ist gut. Ja, ist ein bisschen laut, weil das ein Sechszylinder ist. Ja, aber Windgeräusche sehr, sehr, sehr gut. Ne? Wirklich. Sehr schön. Ich kann ein bisschen hier am Tacho. Kannst ein bisschen filmen. Check. Ich mache ein bisschen größer. Ja. Man kann auch so machen.
so. Achso? Ja. Guck mal, ich drücke aber durch. Wir fahren 190 und wir können uns wirklich ganz, ganz normal und gut unterhalten. Ja, jetzt haben wir so einen Vollexperten vor uns. Der denkt, er hat einen Ferrari. Ich liebe diese Leute. Ja, fühlt sich auch nicht an wie 190, wenn man so schnell fährt. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, wirklich. Ja, ich fahre mal so. Ja, das kann man mit dem Rädchen noch. Guck mal hier. Ein bisschen alles einstellen. Ein bisschen näher oder weiter. Also. War der jetzt im Sportmodus oder ganz normal? Nee, das Sportmodus kommt jetzt. Check. Jetzt ist S. Ja. Warte, wir fahren wieder 100. Ich mache ein bisschen größer. Ja, ab 120 fahren wir. Guck mal, ich drehe durch. Guck mal, ich fahre jetzt fahren wir 187 und ich kann sehr gut reden, ja, sehr leise. Ja, wir verstehen uns super. Wenn man die Musik anmacht, die Musikanlage ist richtig cool. Also wirklich auch super Soundsystem, obwohl das die kleine Anlage ist. Es gibt noch eine größere, kostet aber glaube ich 12.000. Ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube 12.000 Aufpreis. Das war mir auch etwas zu viel. Verbrauch, was hat der an Verbrauch. Muss mal gucken. Check. Check. Also im Prinzip verbrauchte um die zwischen 7 und 8 Liter. Ja. Laut Audi soll er verbrauchen, ich glaube 5,9. Ja, aber da muss man wirklich sehr, sehr, sehr langsam fahren und nur Autobahn, glaube ich, 90. Ja. Dann wird er funktionieren. Aber was schön ist, man tankt das Auto für ca. 100 Euro und kommt 1200 Kilometer mit dem Auto. Ja? Wirklich, also das ist richtig cool. Die Lüftungsschächte, zum Beispiel hier, guck mal, die Lüftungsschächte gehen gleich zu. Achtung, guck mal, was passiert. Ey Leute, ist das nicht sexy? Ist das nicht sexy? Das ist mehr als sexy. Also Favorit ist auf jeden Fall der A8. Definitiv. Für mich das beste Auto bis jetzt, ja, der Audi A8, vom Fahren her. Wirklich, mit dem Auto kannst du sportlich mit einem Jogginganzug zum Fitnessstudio fahren. Ich weiß, kann mir nicht passieren, aber theoretisch, ne, mit einem Jogginganzug und einer Cappy kannst du fahren, kein Problem. Du kannst mit dem Anzug fahren, egal wie, du kannst mit der Badehose in dem Auto einsteigen und aussteigen. Also wirklich, egal wo du vorfährst, das Auto funktioniert immer und du siehst immer cool aus in dem Auto. Ne? Niemand ist auf das Auto neidisch oder sonstiges. Das ist viele wissen, okay, das ist eine Luxuslimousine, aber im Gegensatz zum Sportwagen ist das was ganz anderes. Ne? Die Leute zeigen sich auch Finger mit auf dich und so weiter. Was das schön hat, Laserlicht, ja? Vorne die Hauptscheinwerfer. Ich kann im Prinzip mehr oder weniger immer mit Fernlicht fahren. Und er sucht sich das Auto, was quasi da fährt, und das wird immer dunkel, so tschak, 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 wirklich. Du siehst, wie der quasi die einzelnen LEDs abschaltet und neue einschaltet, dass der hinter dem Wagen, vor dem Wagen und über dem Wagen alles hell ist, aber das Auto, was gegen der Gegenverkehr, wird nicht geblendet. Sexy. Sexy, Hightech total, wirklich. Guck mal, durch die Lenkung, durch die Hinterradlenkung, schau mal, wie wir die Kurven nehmen. Und wenn Sie sich zwischen dem A8 und Rolls-Royce entscheiden müssten? Wäre das so eine schwere Entscheidung oder so ein ganz klar Audi? Nein. Also, ich weiß, jetzt werden mich viele da im Internet hassen, na, stimmt nicht, bla 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 und so weiter. Rolls-Royce ist das höchste, das luxuriöseste und was weiß ich was. Nein. Für mich wirklich, vom Luxus her, von Sitze, vom Feeling ist der Audi das bessere Auto. Wir nehmen uns immer die beste Zeit zum Filmen. Und zwar um 15.36 Uhr, wo der ganze Berufsverkehr da ist, nehmen wir auf. Ja, macht Sinn. Aber da wir die Videos erstmal so ein bisschen nebenbei machen, weil ich muss ja im Prinzip das ganze Geschäft noch leiten und so weiter. Noch
können wir uns das nicht erlauben, dass wir sagen, wir drehen den ganzen Tag, jeden Tag. Ja? Ich würde mir wünschen, es macht unnormal Spaß, die Autos zu testen und so ein bisschen mit euch zu quatschen und so weiter. Ich finde, ich habe auch, ich muss selber sagen, so mich selber loben, ich habe einen richtig coolen Werdegang. Es ist wirklich viel passiert in meinem Leben, wie ich das geschafft habe, wie ich das gemeistert habe und so weiter. Ja, natürlich nicht nur ich, ohne ein Team ist man wirklich nicht viel. Ja. Also dazu gehört auch ein Team. Ja, so sieht's aus. Wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wäre Audi mein Favorit. Also wirklich, viele werden jetzt sagen, ah, na, hier und Rolls-Royce ist die höhere Liga und so weiter. Der fährt sich aber nicht so schön wie der Audi A8. Ja, wirklich. Ich muss da wirklich leider sagen, der Audi ist besser. Guck mal, wie das Auto, guck mal, der fährt, ich muss gar nichts machen, das Auto fährt von alleine. Ja, wenn man wirklich so auf die ganze Technik vertraut, fährt das Auto komplett von alleine. Ja. Ja. Guck mal hier, so schönes Holz, ja, alles aus Leder. Da kannst du hier auch nehmen. Ich glaube, da kannst du schlecht sehen bei hier. Mhm. Ja. Also ich finde das, normalerweise finde ich Holz nicht schön in einem Auto, aber das Auto hat ja keine schwarze Lederausstattung, sondern so braun, ja, so ein bisschen, ja, ist der Cappuccino? Mhm, oder dunkler, ist ein bisschen dunkel? Was? Dunkler sogar. Ein dunkles Cappuccino mit Doppel-Espresso. Deswegen passt das so ein bisschen, ja. Und das ist schon, ich sag mal, Limousine, da könnte man Holz einbauen, ja. Was ich aber nicht schön finde bei dem Audi, Audi-Fahrer werden sich jetzt ärgern, dass ich das sage, aber das gefällt mir überhaupt nicht. Diese silberne Leiste gehört hier nicht hin. Die ja, aber das, die große Fläche, ich weiß gar nicht warum. Ja, ich weiß nicht, warum die da so ist. Ich finde das nicht schön. Kann, ja. Kann man das nicht auch folieren? Das, ja, das Problem ist, wenn man das foliert. Mich nervt bei der Folierung, wenn man Interieur foliert, das ist nicht glatt. Das sieht aus wie schlecht lackiert, also so Orangenhaut. Ja? Also es gibt kaum Folien oder gar keine Folien, ja, die wirklich schön so aussehen wie diese Fläche hier, ja? wie so Glas, ja? Wie lackiert. Ja, gibt es nicht. Deswegen, man muss das alles ausbauen und das ist mir zu aufwendig. Ehrlich gesagt, das ist ein Auto, was ich hier ständig brauche und deswegen bauen wir das Auto auch nicht um Interieur, weil ich habe keine Zeit dafür. Der ist bei 250 abgeriegelt. Wenn ich ehrlich sein soll, mit diesem Auto fährt man keine 250. 200 km/h ist angenehm zu fahren, ja, mit dem Auto. Das, ich weiß, viele sagen jetzt, ah, das ist viel zu schnell und so weiter. Ich fahre auch 200, ja, mit einem Auto, was ich mir sicher fühle. Ja. Es gibt Autos, mit dem ich mich nie so sicher fühle. Ach, guck mal, jetzt zeige ich doch hier, auch vorne, guck mal, bitte. Hier habe ich einen Knopf an der Seite, ja, das kann man jetzt nicht sehen auf der Kamera, aber ich habe Massage. Welche Funktion nehme ich denn? Extra Schulter, Erholung, so Kreisen, das ist cool. Kreisen ist cool. Da bin ich im Prinzip, kann man sogar sehen, ja, so leicht am Rücken, so in kreisförmigen Bewegungen massiert. Finde ich richtig cool. Hier haben wir zwei Becherhalter, also wirklich egal was, ich habe alles um mich herum, ja, und das ist sehr, sehr, sehr sexy. Sehr sexy. Zu der Massage wollte ich noch mal sagen, ja. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht schön, wenn ich das sage, aber ich sage es einfach. Wir haben noch einen Mercedes CLS, den 257, also das aktuelle Modell. Und die Massage ist da viel besser. Die Massagefunktion. Von der Stärke, wie ich quasi massiert werde, ist das ungefähr vergleichbar. Aber was Mercedes hat, was Audi nicht hat, ist, die massieren deinen Popo. Ja, also die massieren auch diese Unterfläche, also die Sitzfläche. Und viele werden sagen, ja, hier braucht man das. Ja, doch, braucht man. Ja. Wenn man Massagefunktionen im Auto hat oder einmal hatte, will man das bei keinem Auto mehr vermissen. Zu Mercedes CLS machen wir ein separates Video.
Der wird zurzeit auf Widebody umgebaut, wie auch für uns sehr üblich. Alles wird breiter, nicht nur die Autos, sondern auch der Chef. Ja. Ich gebe mir wirklich Mühe, aber irgendwie will das Ding nicht runter hier. Ja, auf jeden Fall Mercedes CLS, der ist auch sehr schön. Ne? Also da will ich jetzt nicht Mercedes nur schlecht machen. Die bauen auch schöne Autos. Ich muss die Bilder anziehen, weil ich sehe nichts. Ja? Also mich blendet die Sonne. Hier ist alles beleuchtet, also wie auch, das kann man sehen, die ganzen Leisten hinten ist alles beleuchtet in dem Auto. Ja? Also wirklich, was hier noch fehlt, wäre noch, also muss nicht, ist aber, wenn man das hatte, ist schon geil. Olli, was fehlt denn hier? Sternenhimmel. Sternenhimmel, das wäre geil. Wenn Audi das macht, ne? Hier einen Sternenhimmel einbaut, tschu. Dürfen die das? Wieso nicht? Ich weiß nicht. Ganz so. Ich glaube nicht, dass er patentiert ist. Nee? Nö. Ja. Würde dann heißen, guck mal, Audi hat Rolls-Royce kopiert. Ja, weil Rolls-Royce ist ja für Sternenhimmel bekannt. Aber man muss nichts neu erfinden. Man muss das, was da ist, besser machen. Das ist der Olli. Der macht mit uns oder mit mir meistens die Videos. Und ja, der ist jetzt bei uns. Wie viele Jahre? Zwei. Richtig. Wie ist der Kocher? Zwei. Drei. Ja, drei. ja, auf jeden Fall. Er ist 2 Jahre bei uns und er hat seine Leidenschaft für Videos entdeckt. Ja. Dafür, dass er vor 4 Monaten noch keine Ahnung hatte, wie ein Video oder eine Kamera überhaupt funktioniert, finde ich, dass heute die Videos von heute viel, viel, viel besser. Also wir sind nach Polen gefahren zu Verva Street Racing. Da haben wir, da waren wir mit dem Audi A7, den A8 und Rolls-Royce. Ne? Da sind wir gefahren. Wir haben, das ist kein Spaß. Ja? Wir haben uns gestritten, wer mit diesem Wagen fahren darf. Ja. Also wirklich sehr, sehr interessant, wie jeder auf diesen Audi A8 abfährt. Ja? Wirklich schön. Sehr schönes Auto. Ich habe gewonnen. Was? Ich habe gewonnen. Er hat gewonnen. Aber der ist geblitzt worden. Das ist der Nachteil beim Audi A8. So, ich mache meinen Tacho auf 0. Also hier auf groß. Ne? Dann beschleunigen wir von 0 auf 100. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die Autos ein bisschen weg haben. Ich kann es, glaube ich, so ein bisschen ausziehen. Es ist traumhaftes Wetter heute. Ne? So sieht's aus. Jetzt sieht es ziemlich leer aus. Ja, ja, aufs Dach scheint gerade genau die Sonne, aber ja? Sieht man. Okay, auf die Plätze, fertig und los. Man hört dem V6 wirklich, der quält sich so ein bisschen. Es gibt natürlich auch andere Motoren zur Auswahl. Ich glaube, die sind ein bisschen schneller. Ja. Aber ich muss nur sagen, der Audi A7, wir haben den Audi A7, das aktuelle Modell, und den A8. Der A7 fährt sich ganz anders wie der A8. Ja? Also wirklich, obwohl beide Luftfahrwerke haben. Ja, bei Luftfahrwerken ist es schön, dass man das ein bisschen einstellen kann. Ja, die Höhe und so weiter. Auch die Härte kann man so ein bisschen einstellen. Ja. Wir machen das mal so, dass das Auto so ein bisschen auf Dynamik geht. Schön tief. Ja. Oder auf individuell kann man auch machen. Ein Urus. Wisst ihr, was Urus auf Polnisch heißt? Urus auf Polnisch heißt gewachsen. Ja? Du kannst sagen, der ist gewachsen. Der ist Urus. Also, zum Vergleich. Das ist der Rolls-Royce Schlüssel. Das ist der Audi A8 Schlüssel. Ja, also guck mal. Der ist wirklich, der ist viel, viel kleiner. Ja, viel dünner. Ich finde, das ist, wenn man das in der Tasche hat im Sommer oder so, macht das schon sehr, sehr, sehr viel aus. Ja, zwischen Rolls-Royce und Audi A8. Also ich hätte mir gewünscht, dass der Schlüssel vielleicht so wie hier in so einem Klavierlack lackiert ist oder so. Klar, der würde schneller zerkratzen, aber es gibt mittlerweile so viele Beschichtungen, Beschichtungsarten, dass man den Schlüssel auch beschichten kann und etwas schöner gestaltet. Ne? Den hätte ich um die Hälfte kleiner gemacht und dünner. Ja, ich weiß nicht, was da drin ist, ob das vielleicht sich jemand da versteckt hat. So sieht's aus.
So sieht's aus, meine Freunde. Das war's hier von mir mit meinem Video Audi A8. Ja, wie gesagt, da kommt noch ein Vergleich zwischen Rolls-Royce Wraith und dem Audi A8. Ja, da machen wir ein separates Video. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf euch. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann wird jedes Video, was wir posten, euch sofort vorgeschlagen oder gezeigt. Schreibt mir einen Kommentar, was ihr sehen wollt. Und wir werden versuchen, das zu verwirklichen. Ne? Auf jeden Fall viel Spaß euch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao. Alright, I know I'm lying to myself, pardon my wishful thinking. Still fly from head to trinkets, afraid of blinking. Can't even miss a second of the blessings. I'm living messy, like every minute is a gift, it's a pleasure. Let's get together, let's spin us a smooth forever. Wait, pick up your mood, I know I lack the direction. Skipped on class at a lecture, busy trying to get it together. Something clever, my notes are tethered to the reckless behavior.